So, da sind wir auch schon direkt. Ja, wir sind schon wieder direkt hier auf YouTube wieder da. Jetzt kommen ganz viele Feinde. Wo sind die denn? Ey, schon. Die kommen die ganze Zeit von der Wasserseite aus. Achso. Ich habe ein Bild gekriegt. Ist das auch? Ja, hab ich gekriegt. Alter, was läuft er denn hier rum? Er ist gefesselt und läuft hier rum. So, jetzt habe ich Fotoseite. Ui, yo. Ja, weglegen. Leg da weg. Alter, ich hänge hier einfach fest. Ey, da kommt ein Heli. Ah, ey, dann sollten wir gehen. Was ist denn hier los? Oh, da kommen sie. Alter, die landen alle im Wasser. Er hat das Boot mitgenommen, guck mal. Ei, ei, ei. Alter, ich bin gleich down. Ja? Na, er schießt halt nur auf mich, ne? Ich muss mal eben eine Zigarre rauchen. Ja, gönn dir. Ich würde sagen, wir gehen einfach und machen eine Schnellreise. Ja. Ich hoffe, ich kann eine machen. Ich hab schon wieder auf mich geschossen. Ich kann keine Schnellreise machen, weil wir im Kampf sind. Jetzt muss ich rennen. Ich muss mich verstecken. Ja. Weil der trifft mich mit jedem Schuss. Ja. Aber weißt du, was das geil ist? Ich habe einen Heilungs-Supremo. Meine Deckung? Hier. Wo bist du? Neben dir. Da. Habe ich dich geheilt? Ja. Gut. Halt's Maul. Alter. Was denn da? War schon wieder fast down. Alter, dieser Heli geht mir aber dezent am Keks, ne? Guck mal, ob ich den mit Dynamit abwerfen kann. Ja, leider nicht. Alter, er trifft mich einfach schon wieder. Ja, Junge, du hast die Granate in meine Richtung geworfen. Aber warte mal, ich habe eine Vermutung, was... Boah, er schießt jetzt auf mich, ey. Guck, jetzt stürzt er ab. Ja, ich kann ja, gar Mann. Nicht. Ich habe hier ganz viele Feinde noch. Er musste runtergehen. Komm schnell. Wo willst du denn hin? Das sind Feinde, wo du hinrennst. Bei mir, der Heli steht hier. Achso. Warum ist er denn runtergegangen? Ich hab den runtergeholt mit meinem Supremo. Achso. Alter. Okay, komm dann. Alter. Und flieg uns mal. Junge, das Ding ist ja sowas von geil. Oh. Wo ist hier jemand? Ach, hier sind ganz viele hier und unter uns, ja. Warum piept der denn? Ja, weil wir gleich abstürzen wahrscheinlich. Aber wir wurden doch gar nicht getroffen. Ja, anscheinend doch. Kannst du ihn währenddessen reparieren? Nein. Wir haben ein bisschen Angst. Ja. Vielleicht springe ich gleich einfach ab. Wir gucken, wie weit wir kommen. Das macht mich schon ein bisschen nervös, das ganze Gepiepe, ja, muss ich ja mal so fairerweise sagen. Ich kann halt auch nicht nach links oder rechts gucken. Kann nur geradeaus gucken. Aber du hast lässig ein Bein. Nee, ich glaube, das hast du da drauf. Das sieht so aus, als hättest du lässig in der Luft. Gleich wurden wir ja wirklich getroffen. Ja, wahrscheinlich. Also schneller wären wir auch safe nicht dahin gekommen, ja. Ja, das stimmt. Guck, jetzt weißt du auch, wozu der gut ist, der Supremo. In erster Linie halt, um sowas wie Helikopter aus der Luft zu holen. Das ist der EMP-Dingens, ne? Ja, das ist dieser, also das ist der Spezialmove von diesem... Ja. So, ich geh runter, ciao.
Das nehme ich jetzt so mit. Okay, hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber egal. Hä? Der ist auch kaum. Ah, du hast schon angefangen. Ja, ich bin. Das ist nur die Alarmanlage. Ja, eigentlich schon. Könnte auch sein, ne? Ich hoffe, der gehört zu uns. Was ist sie? Ach so. Ja, stimmt. Warum hast du es denn so auf den Kerl abgesehen? El Come Mierda prüft alle Tabakblätter für die Viviro-Verarbeitung. Sind die Blätter ruiniert? Ist das Krebsmedikament im Arsch? Und damit die Operation von Napoleone Begenio. Dann steht er schlecht da vor seinem alten Onkel Anton. Da ist viel los. Wie willst du vorgehen? Wir legen Soldaten um, bis wir ihn finden. Geil. Dann? Dann töten wir noch mehr Soldaten. Simpel. La 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 la. Das ist doch eine Mission für uns. Ich bin echt am Überlegen, mal wieder auf eine Dings umzuschwenken. Auf ein Scharfschützengewehr. Oh, warte mal. Oh. Ich habe wieder Munition. Ja, komm. Ich hole mir mal ein Scharfschützengewehr kurz, ja? Ja, wo willst du das denn holen? Aus meinem Inventar. Ach so. Schaltknüppel. Sie will an dir vorbei. Geh doch mal weg da. Kann ich mit ansehen. Sollen wir mal eben kurz markieren? Ich nehme auch ein Scharfschützengewehr. Willst du runter oder sollen wir von hier? Weißt du was, ich gehe runter, du bleibst mal eben oben. Ich möchte mal einmal kurz was ausprobieren. Achso, ihr seid beide schon unten, okay. Ja, warte, du sollst oben bleiben. Ja. Da ist ein Scharfschütze. Da sind mehrere Scharfschützen. Nein, Türkisch. Da ist auch noch einer. Das ist nicht euer Ernst. Ey, nicht euer Ernst, Jungs. Ja, wir können doch jetzt nicht den John Cena machen. Ey, Patrick, wir müssen rein. Warum? Ach so. Ja, dann würde ich mal sagen, let's go. Warum treffe ich denn mit dem Kack Scharfschützengewehr nicht? Oh ja, dieses Scharfschützengewehr ist echt scheiße. Aha. Jetzt habe ich ihn noch nicht mal gekillt. Okay, fliegt weg. Alles gut, habe ich schon. Ja, ich komme. Oh, das muss ich aber mitnehmen. Ich werde jetzt meine Scharfschützen-Skills ein bisschen verbessern. Ja, komm noch weiter hier. Oh, die haben Panzer. Die haben Panzer? Ja, der steht da vorne. Ich hoffe, die benutzen den nicht. Das hoffe ich auch. Da hinten ein Scharfschütze. Und ein Heli haben die. Oh, er geht an den Panzer. Aber er macht da hinten nichts an dem Panzer. Jetzt ist er down, jetzt ist er rausgefallen. Ist natürlich schade für ihn. Oh, da kommen noch mehr. Ja, ich bin gerade. Ah, hier geht's auch. Alter, wer schießt denn so hart auf mich? Bestimmt ein Panzer. Nee, da vorne der Wichser. Ach, scheiße, ich bin down. Ach ja, ich komme sofort. So, ich komme. Will mich da jetzt jemand finishen oder was? Nee, sie hilft dir jetzt. Okay, alles klar, sehr gut. Okay. Alter, sehr Panzer gut. Kommt. Oh, geh in Deckung. Nein, ich bin down. Ich bin durch Feuer gestorben. Ja, super.
bin down. Aber ich kann mich. Dürfte der eigentlich nicht mehr funktionieren. Aber ich kann mich wiederbeleben, weil mein Supremo am Start ist. Geil. Boah, ich hab mich wiederbelebt. Ehren-Supremo. Ach, Junge, er steht einfach voll vor mir, Junge. Was soll ich da noch machen? Hab ihn gekillt, alles gut. Ach, du bist schon. Marv, herzlich willkommen. Was geht ab? Kannst du einmal. Ja, der Panzer steht direkt vor uns. Ja, warte, die Alte kommt. Die Alte kommt. Die Alte. Jo. Junge, Junge, jetzt dieser Panzer, der macht wieder alles zunichte. Ich hab ne Idee. Ach Junge, er wirft eine Granate hier rein, Junge. Alter, was ein Drecksack. Ich konnte nicht reagieren. Boah, jetzt sind alle da. Ich muss mich wiederbeleben. Ja, ich muss mich gerade selber heilen. Das Ding ist, unsere Olle hier ist auch down. Ich muss sie erst wiederbeleben, warte. Oh, jo. Da, geh doch hin. Duck dich doch. Junge, Junge, hat sie dich wiederbelebt? Ja, sie macht's irgendwo, sie kommt. So. Muss er echt aufpassen. Alter. Ich hab die Alte von oben ist runter. Ich werf mein ganzes Dynamit da einfach mal hin. Oh, ich hab ihn böse gemacht. Ach Junge, es ist doch unfassbar. Es kommt von überall jemand. Ja. Sehen. Yo, sie ist einfach. Halsmaul, Junge, verpiss dich einfach. Yo, ich bin gleich wieder down. Ja, ich brauche Munition, Alter. Ach, Junge, renn doch da rum dann oder so oder mach irgendwas. Muss mal gucken, ob ich irgendwie hier. Mal eben gucken, dass. Wenn ich mein Leben wieder unter Kontrolle krieg. So, ich bin gerade am heilen. So, ich habe Munition wieder voll. Das ist gut. Ich habe also wieder mehr Granaten. Ja, Medizin habe ich auch. Aber dass die MP-Granate einfach nicht bei dem Ding wirkt, ne? Naja. Hier, wer das lesen möchte, kann gerne einmal pausieren. Hier ist Munition. Also hier gehe ich gleich nochmal hin. Da drin ist Munition. Das reicht doch jetzt. Wo ist denn der Panzer jetzt hin? Der ist da hinten. Oh yo, wer hat denn das kaputt gemacht? Alter. Du dummer Wichser, Alter. Ja, komm. Ich bin geblendet oder so. Ich habe nichts mehr gesehen. Junge, ich hatte nur noch helles Licht. Alter, Blindgranate, Drecksack. Boah. Ich komm zu dir. Ja, hier brennt alles, ne? Warst du das mehr? Nein, doch, kann sein. Ich hol mir auch nachher den anderen Supremo wieder. Du liegst halt mitten im Feuer, ja. Ja, ich würde sagen, wir knacken mal eben den Panzer da hinten. Ich habe wieder volles Dynamit, ich kann den kaputt machen. Jetzt reicht's mir. Boah. Alter. So, bitteschön. Du hast mich gekillt. Hast du den Panzer kaputt gemacht? Ja, klar. Okay. Was für Drecksäcke. Alter, dieses Ding ist einfach beste Investition gewesen, ja. Lass mal nochmal ein bisschen rumgucken, ob hier hinten irgendwas ist, was wir looten können. Du kannst auch echt viel looten, glaube ich. Ja, ich denke auch. Ja, hier. Allein hier schon. Metall, Metall. Ja, komm. So, hoch hier. Ja, hoch da.
Und jetzt nochmal hier hoch, komm. Zack. Und das alles nur für so ein scheiß Graffiti, ey. Naja, besser als nichts. Ja, das kommt davon, wenn man scheiße ist, ne? Ach, Junge. Metallos. Warte, du suchst den Komplex ab. Was mit dem... Ach nee, das blaue ist ja Ziel, ne? Das gelbe. Das blaue Gebäude. Ach so, das blaue Gebäude, ja, ja. Ja. Boah, ich muss... Ich hau erstmal in der Pause auf Toilette, ey. Ich muss so... Bin schon am Tanzen. Die Alte wartet auch schon. Naja, lass sie warten. Ich guck mal eben hier in dieser Lagerhalle. Benzin habe ich noch gefunden. Irgendwas drin? Nein. Ja, sollen wir sagen, das Ding ist für die nächste Folge? Was denn? Wir haben doch erst 16 Minuten. Ah, scheiße. Naja. Du musst jetzt Pipi einhalten. Boah, das wird schwer. Ich muss so heftig. Warte mal, ist einer von uns schon hier hochgegangen? Guck mal hier oben nochmal eben, ja? Nee, da war ich noch nicht. Glaube ich. Und dann gehe ich mal auf den Kran. Jetzt mal hier gucken, ob hier was ist. Hier oben auf dem Kran ist bestimmt auch was. Und wenn nicht, dann haben wir zumindest eine schöne Aussicht. Ja, hier ist tatsächlich nichts. Was ist das denn? Ach ja, geht noch weiter nach oben. Hier ist nichts. Warum ist denn hier nichts? Hallo? Siehst du mich? Oder bist du gerade Pipi machen? Warte mal. Ach, er strullern. Er ist strullern gewesen. Junge, Junge, Junge. Ich kletter hier alles hoch, guck mir alles an. Und er geht strullern. Ey, es ging einfach gar nicht mehr, sorry. Hab mich extra beeilt. Da hinten ist ein Ausrufezeichen. Ich flieg da mal eben hin. Ja, warte mal. Ich komme dann aber zu noch ein anderes Gerüst, aber ich glaube nicht, dass da großartig was drauf ist. Na, ja, gar nicht. Hey, hey, weg damit! Hör auf, bevor es zu spät ist! Gut, geh mir aus den Augen! Hier, Guerrillero! Ich besteche sie mal für Information. Da findest du die Vorräte. Warte, wo bist du nochmal? Und vergiss nicht, was ich für dich getan habe, wenn du mich mal im Fadenkreuz hast. Ach, du bist da am Arsch der Welt. Ja, ja, ich wollte hier nur mal gucken. Hier ist eine Kiste, aber da ist auch ein anderes Depot. Da gehen wir gleich mal hin. Jetzt haut die Alte ab. Nein, nein, wir gehen da jetzt hin. Komm, wir machen die Mission. Ja, die Alte, die aus unserer Mission, die haut ab. So, sie ist zu mir gekommen wahrscheinlich. Ja, ja. So. Da ist jemand. Nicht schießen, Junge. Nee, ich wollte nur den Fernseher kaputt machen. Ach. Bleib mir vom Leib! Ja, Alejandro, Mierda. Alejandro. Mierda ist richtig. Du siehst scheiße aus, Hermanito. Ja, läuft. Alejandro. Hermanito? Brüderchen. Die ganze Zeit hinter deinem Bruder her? Wer verdammt bist du? Warum hast du das nicht gesagt? Alejandro, komm. Wir gehen nach Hause. Mette pal carajo. Ale. Suéltame. Cojone. Coronas. Pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Was soll der Scheiß, Jandro? Ich gehe nirgendwo hin. Ich hab's dir damals gesagt und ich sag's dir jetzt. Ich glaube an Castillo.
Ich glaube an Iviro und José. Er ist Kopfschuss auf fertig. Napoleon El Pequeño ist ein Sklaventreiber. Er ist total verrückt. Das sagt die Person, die mich entführen will. Du trägst einen anderen Namen, eine andere Uniform, aber du bist noch ein Montero. Und Papa hat immer noch eine Machete im Arsch. Und du rennst immer noch durch den Dschungel, als wärst du fünf. Außer, dass du jetzt Leute umbringst und dich, wie war das, Speer nennst? Das Schwert. Wow, clever. Was? Willst du mich jetzt abstechen? Papa ist krank. Ist mir egal. Papa hat mich längst aufgegeben und das weißt du auch. Familie ist scheiße, oder? Ja, so sagt man wohl. Wir sollten uns trennen. Kein Wort darüber zu Papa. Ich wollte noch looten. Wenn wir bestimmt noch. Ah, siehst du. Alter. Woher? Na, ich wollte jetzt eigentlich noch dahin. Jo. Ich will noch zwei Kisten looten. Hier ist einfach gar nichts. Außer ein Zettel. Ja, geil. Brauche ein paar Dinge, bis die Arbeit an Tetra beginnen kann. Hola. Alejandro. Ich hab mich nie dafür bedankt, dass du mir mit Handro geholfen hast. Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Kein Ding. Wenigstens weiß ich jetzt, was wirklich Sache ist. Ich hatte befürchtet, du hilfst mir nicht, wenn du wüsstest, dass mein Bruder Soldat ist. Ein Verräter. Ja, das stimmt. Willst du die nehmen, oder was? Was da? Ja, da ist auch eine Kiste drin. Die sagt, ich hab mich noch nie bedankt, Alter. Wir haben uns gerade erst getrennt. Ich hab mich noch nie bedankt, dass du mir geholfen hast. Ach, Alter. Töte keine Zivilisten, da hinten war nämlich eine Geisel. Das war nur ein einziger. Boah, nein, 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 das explodiert hier. Na, halt doch still. Ach Mann. Oh nein, ich bin down. Er hat mich gekillt. Egal, ich kann mich wieder beleben, alles gut. Ja, genau. Den hat er nicht kommen sehen. Alter, er legt mich wieder alle flach. Habe ich mir erstmal den Helm weggeschossen, Alter. Denkt der, wer er ist? Ah, du bist auch down. Ah, die ist wiederbeleben, das ist echt nice. Einer schießt hier bei mir dauerhaft. Weiß ich nicht. Bei mir schießt keiner. Wer hier macht bei mir noch Schussgeräusche? Wer? Der da auf dem Boden liegt. Ja, das ist nicht möglich. Nicht possible. Der ist tot. Ich habe eine neue Kiste markiert. Ja, der ist tot. Alter, das ist ja richtig nervig. Dann lass gehen. Schrott. Alter. Kommst du hin? Ich hab uns ein Boot geholt. Ja. Ich fahr rückwärts zu dir. Alter, ich stand gerade in der Luft kurzzeitig. Du hast den Körper an mir vorbeigemacht, ey. Das war sehr schön. Ich bin einfach rausgefallen. Warum? Ja, keine Ahnung. Warum machst du sowas? Solange es nur einer war. Alter, was seid ihr denn für Leute? Was seid ihr denn für welche Chat? Mann. Okay, das war... falscher Weg. Falscher Weg. Ich glaube, ich habe richtige Weg. Hallo, was Brot. Wo
Woher? Vom Boot. Da habe ich die Kiste doch. Ja. Aber was bringt diese scheiß Granate, die ich habe? Gar nix. Gar nix. Krawallhandschuhe, jawohl. Kann ich den hier nicht vor Ort auch wechseln? Guck ich mal hin. So, wir sollen zurück zum Lager. Carlos Montero, wo ist denn ihre Mission? Clara Garcia. Das ist deine Mission, Alter. Ich hab hier noch was Level 3. Komm, wir machen was hier Level 3 mäßig. Okay, wir machen erstmal die, ja. die wir sowieso schon, wo wir schon sowieso drüber sind von der, vom Rang her. So, ich guck mal eben kurz noch. Hast du mal gesehen, wenn du auf die Karte guckst, Anton Castillo und José Castillo, wie die hier aussehen? Wurde was da drüber gemalt worden? Das war das beim letzten Mal schon? Ja, warte. Gucke. Ne, habe ich nicht gesehen. Das war beim letzten Mal noch nicht. Ja, meine ich auch. So. Was willst du jetzt machen? Schnellreise oder was? Nee, ich habe was markiert, aber das ist irgendwie am Arsch der Welt. Da kommt... Warte mal, guck mal, hier ist eine Höhle. Sollen wir mal da rein? Ach, da sind Freunde drin. Kann sein, dass das ein Lager ist von uns. Wo bist du denn? Ach, da hinten, wo das Tier ist? Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Lager von uns. Ja, ja. Wetten, bei mir kommt jetzt ein Hai. Das ist jetzt noch nicht. Ah, zum Glück. Boah, was denn da explodiert, ja? Ach, nee, nicht. Ich hab keine Ahnung. Da scheint ein Lager von uns zu sein. Ja. Dann kommen wir hier zu einer Werkbank oder so. Ja, ich glaube, ich würde sogar mal eben hingehen. Dann kann ich mal eben umrüsten, weil ich nehme den anderen Supremo wieder. Wow. Weil der Elektro, der fuckt mich ab. Der ist schrecklich. Warum war der geil, als du den Heli da runtergeholt hast? Das war aber das Einzige, was daran schlecht war. Ich guck mal nach der nächsten Mission. Wo kriegen wir industriellen Werkstoff her, frage ich mich. Gute Frage. Keine Ahnung. Kann ich dir so spontan nicht beantworten. Sendet elektromagnetischen Impuls aus, um Fahrzeuge und Sicherheitselektronik lahmzulegen. Ja. Ist aber irgendwie kacke. Aber ich habe mir jetzt auch Dynamit geholt. So, bin ich fertig damit. Er hat doch gerade gesagt, wir sollen zurück zum Lager gehen. Oder, ach so, sie wollte sich wahrscheinlich da gar nicht mit uns treffen. Sondern es war einfach nur so. Wahrscheinlich. Guck mal, mein Supremo, wie der aussieht. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. So, ich gucke jetzt gerade mal, was wir hier als nächstes machen können. Aber ich kann keinen Doppelsprung mehr machen. Kann ich dir nicht sagen. Wir reisen dahin. Ich würde eigentlich gerne... Sachen. Wir können noch ein bisschen rumballern, weil ich glaube, für eine Mission ist, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, da lohnt sich keine ganze Mission mehr. Ich würde sagen, wir holen uns diese Kiste und pirschen uns dann doch bis zur Tabakfabrik vor. Also praktisch. Oder bis hierhin.
reisen wir jetzt hier hin. Bist du bereit für eine Schnellreise? Warte. Eigentlich ja. Okay. Ganz komisch, ich kann diesen Doppelsprung nicht machen. Ja, ist gut, dann flämmst du wenigstens auch nicht alles an. Genau. Madrugada. Ist der Hafen noch da? Der war doch gerade schon mal hier. Oh, Schnellreise dauert aber verdächtig lange. Ja, unten ist der Ladebalken. Naja, ich sehe es. Vielleicht, weil es so weit ist? So weit ist es eigentlich nicht. Alter, er ist jetzt erstmal bei der Hälfte. Was ist da los? So, wie geht's denn im guten Chat? Wie geht's euch, Leute? Alles fit bei euch? Das ist der längste Ladebalken, den ich bisher hatte bei der PS5. Junge, Junge, Junge. Alter, wovon redet ihr gerade? Bei Patrick kommt ein Goldfisch. Ah, okay. Goldener Piranha und der beißt ihm dann in den Hintern. Oder auf der anderen Seite. Ach ja. Goldener Candy-Ruhe, der in die Harnröhre will. Alter. Was ist denn bei euch da falsch? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin im Hauptmenü. Warum das? Keine Ahnung. Vorgang hat, ja, würde ich einfach mal Vorgang, sagen. Vorgang hat lange gedauert. Ich glaube, irgendwas mit den Far Cry-Servern stimmt gar nicht. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Ja, jetzt schon? Ich würde es einmal versuchen. Wir einmal versuchen, wieder reinzukommen. Aber ich glaube... Wie viele Minuten wir sind. 32. Aber anscheinend ist irgendwas mit den Servern hier nicht... Bei mir ist noch immer am Laden. Ja, ich bin schon wieder im Hauptmenü. Hoffentlich hat er das alles gespeichert. So, jetzt bin ich nochmal im Ladebildschirm hier. Aha. Ey, warum redet ihr denn die ganze Zeit im Stream über Essen? Was ist denn los bei euch? Gönnt euch doch mal was. Du bist nicht mehr bei mir da. Ich bin noch immer im Ladebildschirm. Kann sein, dass ich das ganze Game neu starten muss. Ja, gut, dann würde ich echt sagen, dann... Ist dann hier Feierabend, oder? Für heute? Weil irgendwie... Jo, will ich einfach mal sagen. Läuft ja nicht so wirklich. Ja, ich glaube, ich muss neu starten. Okay. Ja, war irgendwie komisch. Muss wohl irgendwie was mit den Servern dann gewesen sein. Ja. Gut, also dann sage ich erstmal nicht, wohin wir in der nächsten Folge gehen, weil das ist ja jetzt noch völlig offen, weil wir keine Ahnung, wo wir dann wieder spawnen werden. Also in dem Sinne hier auf YouTube. Hasta la vista. Macht's gut. Ciao, ciao.